Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut begrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Bekehrte Mitglieder der Kirche Gottes, die den Heiligen Geist haben, werden am Abend des Sonntags, des 28. März 2010, das Passa halten. Interessant ist, dass die Juden das Passa dieses Jahr einen Tag später halten. Und zwar am Abend des 29. März, eines Montag. Nun, wie kann sich dieser Widerspruch erklären? Wer hat Recht? Ich möchte heute mit Ihnen diese Frage näher beantworten und auch feststellen, wann Jesus Christus und die Jünger während der Kreuzigungswoche das Passa gehalten haben. Und zurückkehren zum Alten Testament, wann das Passa, das ja das Ereignis des Engels beschreibt, der an den Häusern Israels vorbeiging, als er das Blut an den Türpfosten sah, wann das in Ägypten instituiert worden ist. Und wann sind dann auch die Israeliten aus Ägypten ausgewandert? Und zu welcher Tages- oder Nachtzeit ist das geschehen? Wenn man den hebräischen Kalender zugrunde legt, dann wird gesagt, dass das Passa am 14. Nisan oder am 14. Abib, der Monat wird entweder Nisan oder Abib genannt, gehalten werden soll. Aber die Diskussion geht um die Frage, soll es zu Anfang oder zu Ende des 14. Nisan gehalten werden. Die Juden heute halten es zu Ende des 14. Nisan oder angefangen mit dem 15. Nisan, die Tage begannen ja und beginnen ja mit Sonnenuntergang. Aber wir werden uns heute ansehen, dass dies eine falsche Auslegung der Bibelstellen ist. Zurück zu der Frage, wann hielt Jesus Christus das Passa in der Kreuzigungswoche des Jahres 31 nach Christus? Und hielt er es zur richtigen Zeit? Mit anderen Worten, war das Abendessen, das er mit seinen Jüngern hielt, und zwar am, nach dem hebräischen Kalender gesehen, Dienstagabend, dem 24. April des Jahres 31 nach Christus, zu Beginn des 14. Nisan. War das das Passa? Oder, wie einige sagen, war das lediglich ein Abendessen und nicht das Passa? Nun schauen wir uns an, was die Bibel uns hierzu sagt. In Matthäus Kapitel 26 lesen wir angefangen in Vers 1. Matthäus Kapitel 26 angefangen in Vers 1. Und es begab sich, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, dass er zu seinen Jüngern sprach: Ihr wisst, dass in zwei Tagen Passa ist, und der Menschensohn würde beantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Also die Jünger wussten, wann das Passa sein würde. Sie hatten es ja auch mit Christus bereits vorher natürlich gehalten. Es konnte also kein Zweifel bestehen, wann das Passa zu halten war. Nun lesen wir weiter in Matthäus 26, angefangen in Vers 17. Aber am ersten Tage der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wo willst du, dass wir dir das Passalam zum Essen bereiten? Nun gleich hier eine Randbemerkung. Nach der Bibel, wie wir noch sehen werden, gibt es zunächst einmal das Passa. Und das Passa wird dann von 7 Tagen der ungesäuerten Brote dann weiter fortgeführt. Aber die Tage der ungesäuerten Brote sind technisch gesehen verschieden vom Passa. Nun, zur Zeit von Jesus Christus hatte man sowohl das Passa als auch die ungesäuerten Brote zusammengefasst in entweder das Passa, wie wir noch sehen werden, oder die Tage der ungesäuerten Brote. Es wurde dies alles mehr oder weniger als eine Festwoche bezeichnet, wie man auch heute zum Beispiel vielleicht von der Weihnachtszeit sprechen würde. Und damit muss man nicht unbedingt den 24. oder den 25. oder den 26. Dezember meinen. Und unsere Kinder bekommen ja auch Weihnachtsferien, aber nicht nur beziehen sich diese Ferien auf, sagen wir einmal, den 25. Dezember. Und so war das auch damals bei den Juden so, dass man das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote so zusammengefasst hat. Aber wenn das geschehen war, dann war das Passa nicht Teil der ungesäuerten Brote in dem Sinne, dass das Passa eins von den 7 Tagen gewesen wäre, denn dann folgten die 7 Tage der ungesäuerten Brote dem Passa, so waren es dann also 8 Tage. Und der Grund, warum hier
von dem Passa und den Tagen der ungesäuerten Brote gesprochen wurde, war auch der, dass am Passa-Abend ungesäuertes Brot zu sich genommen wurde. Und als die Juden damals aus ihren Städten nach Jerusalem zogen, hatten sie bereits ihre Häuser, wie das ja zu den Tagen der ungesäuerten Brote geschehen muss, vom Sauerteig gereinigt, sodass von daher auch für sie bereits das Passa quasi ein Tag der ungesäuerten Brote war. Aber wie gesagt, dann waren es 8 Tage, nicht nur 7. Nun zurückkehrend zu Matthäus Kapitel 26 und in Vers 17. Da heißt es also, als am ersten Tage der ungesäuerten Brote, da traten die Jünger zu Jesus und sprachen, was willst du oder wo willst du, dass wir dir das Passalamm zum Essen bereiten? Also sie fragten ganz eindeutig nach der Vorbereitung des Passalammes. Er sprach, Vers 18, geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe, ich will bei dir das Passa feiern mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passalamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den 12. Also hier ist ganz eindeutig davon die Rede, dass das Passalamm vorbereitet wurde und dass dann Jesus und die Jünger am Abend sich zusammensetzten. Nun haben sie an diesem Abend dann das Passa gehalten. Oder war es nur ein gewöhnliches Abendessen? Nun, die Schriftstellen, die ich bereits gelesen habe, deuten klar darauf hin, dass es sich nicht nur um ein gewöhnliches Abendessen gehandelt hat, sondern eben um das Passa. Nun, einige sagen, dass die Jünger zwar dabei gewesen seien, das Passalamm vorzubereiten, aber für den folgenden Abend. Dass aber an dem Abend, als sie dann sich zusammengesetzt haben, lediglich ein Abendessen zu sich genommen wurde, ein normales Mahl. Ist das die Wahrheit? Schauen wir uns eine Parallelstelle an in Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22 und angefangen in Vers 1. Und hier wird wiederum, wie ich das schon eben dargestellt habe, deutlich gemacht, dass damals die Juden das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote quasi so zusammengefasst haben. In Lukas 22, Vers 1, es war aber nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa heißt. Also schauen Sie hier, wurde das alles in einem Atemzug genannt. Und dann heißt es hier in Vers 7, es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalamm opfern musste. Auch hier wiederum ist festzustellen, dass es technisch gesehen nicht der erste Tag der ungesäuerten Brote war, ein heiliger Sabbat, wie wir noch sehen werden, sondern es war eben der Tag des Passa, der sozusagen die Tage der ungesäuerten Brote einleitete. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalamm opfern musste, und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passalamm, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir es bereiten? Er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug, folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passalamm essen kann mit meinen Jüngern. Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist, dort bereitet es. Und sie gingen hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passalamm. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm, und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Also diese Stelle macht sehr klar, dass Christus, als die Stunde kam, mit seinen Jüngern zusammen, nicht nur ein Abendessen aß, ein normales Abendessen, sondern sie aßen dies Passalamm. Christus sagt, mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm zu essen. Nun, er aß es zu Beginn des 14. Nisan. Denn am nächsten Abend, zu Beginn des 15. Nisan, war er bereits tot und lag im Grab. Also er aß es klar in der Kreuzigungswoche zu Beginn des 14. Nisan, nicht zu Ende des 14. Nisan. Nun, einige sagen, die Jünger aßen zu dieser Nacht kein Passalamm, weil Christus das wahre Passalamm zugegen war. Er bezog sich also auf sich selbst, wenn er von dem Passalamm sprach. Aber hat Christus sich selbst gegessen? Er sagt ja, mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen. Also diese Interpretation ist natürlich unsinnig.
Nun, einige sagen, ja, es heißt aber gar nicht Passalam im Griechischen, sondern es heißt einfach nur Passa. Das ist richtig. Im Griechischen steht das Wort Passa. Ich hatte also herzlich verlangt, dies Passa mit euch zu essen. Aber alle Bibelübersetzer, alle Bibelkommentatoren, alle Enzyklopädien, die ich gelesen habe, sagen uns eindeutig, dass die Rede ist hier vom Passalam. Und so übersetzt Luther auch hier, wie ich das gerade vorgelesen habe, das Passalam. Darum ging es hier. Das Passalam wurde vorbereitet und als der Abend gekommen war, hat Christus mit den Jüngern das Passalam gegessen. Nun die Frage, aß er es zu früh? Aß er es am Abend zu Beginn des 14. Nisan, weil er wusste, dass er es am nächsten Abend nicht mehr essen könnte, weil er da bereits tot im Grabe lag? Das ist das, was einige sagen. Aber hier ist ein Problem. Denn schauen Sie, die Jünger wussten ja, wann das Passa zu essen war. Christus hatte ja gesagt, ihr wisst, in 2 Tagen ist das Passa, so bereitet für mich das Passalam. Die Juden hatten, oder die Jünger hatten, mit Christus schon mehrere Jahre hindurch das Passa gehalten. Wieso fragten die Jünger da nicht, wieso jetzt, heute? Wieso heute? Heute wird doch nicht das Passalam gegessen, das wird doch erst morgen gegessen. Hier wird keinerlei Überraschung zum Ausdruck gebracht, die Jünger, dass sie auf einmal erkannten, in Anführungszeichen, dass Christus das Passalam mit den Jüngern zu früh aß. Sie wussten, dass es Christus immer so zu jenem Zeitpunkt gehalten hatte. Und sie konnten auch nicht denken, naja, wir müssen es heute einen Tag früher halten, weil Christus morgen tot sein wird. Denn die hatten ja gar nicht daran geglaubt, dass Christus überhaupt sterben würde. Die glaubten ja nicht an seinen Tod. Und die glaubten mit Sicherheit auch nicht an seine Auferstehung. Aber nun gibt es einige Stellen im Neuen Testament, die dies alles ein bisschen hinterfragen könnten. Und zwar schauen wir uns dies in Johannes Kapitel 13 näher an. Und das sind eben Stellen, die sehr zur Verwirrung geführt haben bei einigen, die die Bibel nicht verstehen. In Johannes Kapitel 13 lesen wir angefangen in Vers 1. Johannes Kapitel 13 und in Vers 1. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wer die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, und so liebte er sie bis ans Ende. Und wenn wir weiterlesen, dann finden wir, dass dies an dem Abend stattfand, als Christus mit den Jüngern das Passalam aß. Und an diesem selbigen Abend hat er dann die Institution der Fußwaschung eingeführt. Aber es heißt hier in Johannes 13, Vers 1, vor dem Passafest, aber erkannte er dies. Und dann lesen wir in Vers 29 im gleichen Kapitel, als Jesus jetzt sagte, derjenige, dem ich den Bissen geben werde, der wird mich verraten. Und es war dann Judas, und Judas ging dann hinaus. Vers 29, einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Denn Christus hatte ja zu ihm gesagt, was du tun willst, das tue bald. Und dann heißt es in Vers 30, und als er nun den Bissen genommen hatte, da ging er alsbald hinaus, und es war Nacht. Ist damit gemeint, dass das Passa in Wirklichkeit einen Tag später gehalten werden sollte? Lesen wir auch in Kapitel 19, Johannes 19 und Vers 14. Das ist jetzt der Zeitpunkt des Todes Jesu Christi. Und es heißt dann, es war aber am Rüsttag für das Passafest um die 6. Stunde. Und dann wird Christus ja dann gekreuzigt und stirbt dann vor Sonnenuntergang. Also hier 3-mal wird von dem Passafest gesprochen. Handelt es sich hier um den Passa, um das Passa, den Passaabend? Dann achten Sie darauf, es handelt sich um das Passafest. Es wird nicht von dem Passaabend gesprochen, das Passafest. Es geht hier um den ersten Tag der ungesäuerten Brote, der, wie ich sagte, am nächsten Abend beginnen würde. Es geht um einen hochheiligen Sabbat, einen hochheiligen jährlichen Feiertag, ein Fest. Es geht nicht um das Passa. Schauen wir uns Johannes Kapitel 19 und Vers 31 an. Das ist eine Stelle, die sich unmittelbar auf den Zeitpunkt bezieht, kurz vor Beginn des ersten Tages der ungesäuerten Brote, also einen Tag nach dem Passaabend.
Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über, welchen Sabbat? Nun den jährlichen Festtag, den ersten Tag der ungesäuerten Brote, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag. Es geht um den Festtag des ersten Tages der ungesäuerten Brote. Da baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Als sie dann zu Christus kamen, dann wissen wir ja, er war bereits tot. Und dann wurde er ins Grab gelegt, vor Sonnenuntergang. Nun, wie ist aber dann Johannes Kapitel 18 zu verstehen und Vers 28? Johannes Kapitel 18 und Vers 28. Das geht also jetzt um den Zeitpunkt des Tages, an dem Jesus Christus gekreuzigt und getötet werden würde. Da heißt es in Vers 28, da führten sie Jesus von Kaiphas, dem Hohenpriester, zum Prätorium. Es war früher Morgen, also nach dem Passahabend, aber dann früher Morgen. Und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passahmahl essen könnten. Also eindeutig nach dem Abend, zu dem Jesus Christus und die Jünger das Passa aßen. Wie ist das hier zu verstehen? Die Juden zur damaligen Zeit Jesu Christi nahmen es offenbar einen Tag später zu sich, wie das die Juden heute auch noch tun. Aber war dies richtig? War dies das, was die Bibel angeordnet hat? Nun, die Antwort ist, das war absolut nicht der Fall. Das entspricht nicht den Vorschriften, die Gott erlassen hatte. Schlicht und ergreifend, die Juden aßen es einen Tag zu spät, die Juden essen es heute einen Tag zu spät. Die Bibel spricht auch verschiedentlich von dem Passafest der Juden. Schauen wir uns dies zum Beispiel in Johannes Kapitel 11 und in Vers 55 an. Johannes Kapitel 11 und Vers 55. Da heißt es, es war aber nahe das Passafest der Juden. Und viele aus der Gegend gingen hinauf nach Jerusalem vor dem Fest, dass sie sich reinigten. Auch hier wiederum ist zu bemerken, dass sie also bereits in dem Zeitpunkt dann ihre Häuser von Sauerteig auch entfernt hatten. Aber es geht hier um das Passafest der Juden. Warum wird das hier so deutlich erwähnt? Nun, sie hielten zwar das Passafest zur richtigen Zeit, und zwar am ersten Tag der ungesäuerten Brote. Man spricht heute davon, von dem Abend, wie wir noch sehen werden, von der sogenannten Nacht des Wachens. Aber es wird das Passafest der Juden genannt und nicht mehr, wie das die Bibel im Alten Testament sagt, das Passafest des Herrn, weil sie eben das Passalamm am Passafest hielten. Sie aßen das Passalamm am ersten Tag der ungesäuerten Brote und nicht, wie es die Bibel vorschreibt, am Passaabend zuvor. Zumindest war das damals zur Zeit von Jesu Christi der Fall, bevor er die Symbole verändert hat. In einem Buch von George Carlo mit dem Titel Zur Verteidigung des Sabbats, das im Jahre 1847 erschienen ist, da heißt es folgendes, das heißt es wie folgt auf Seite 108. Die Juden hielten das Passa am falschen Tag. Wenn man annimmt, dass es die Juden am richtigen Tag hielten, muss man sagen, dass Jesus es am falschen Tag gehalten hat. Denn wir hatten ja bereits gesehen, dass Jesus es an dem Abend zu Beginn des 14. Nisan hielt, nicht am Abend zu Beginn des 15. Nisan. Da war er bereits tot und im Grab. Diese Tatsache ist eigentlich gar nicht so erstaunlich. Denn man muss ja berücksichtigen, dass die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren. Und sie hatten in der babylonischen Gefangenschaft viele menschliche Traditionen angenommen, die, wie Christus sagte, zum Teil das Gesetz Gottes aufhoben und es durch menschliche Traditionen ersetzt haben. Und das ist auch heute nach wie vor der Fall. Auch heute halten zum Beispiel die Juden, selbst wenn sie orthodoxe Juden sind, nicht die 7 Tage des Laubhüttenfestes und den anschließenden 8. Tag, den letzten großen Tag, wie es die Bibel vorschreibt, sondern sie halten nur einen Teil dieser Tage, vielleicht die ersten beiden Tage und dann die letzten beiden Tage und nicht die Zeitspanne zwischendrin. Und so haben auch damals die Juden das Passahlamm am falschen Tag gegessen, einen Tag zu früh.
Nun, man muss auch wissen, dass innerhalb der Juden damals bereits eine Diskussion stattfand. Nicht alle sahen das so. Einige aßen damals das Passahlamm genau zu dem Zeitpunkt, zu dem Jesus und die Jünger es aßen. Andere aßen es einen Tag später. Die Geschichte zeigt uns auch, dass zum Beispiel die Samariter zur Zeit Christi und später auch die Karaiter das Passahlamm zu Beginn des 14. Nisan opferten, genau zu dem Zeitpunkt, an dem Christus es auch aß, und nicht wie die Juden zu Ende des 14. und zu Beginn des 15. Nisan. Einige sagen ja, aber Christus konnte das Passahlamm ja gar nicht essen zu dem Abend, denn es musste ja von den Priestern geschlachtet werden und die schlachteten es eben erst am nächsten Tag. Aber die Geschichte zeigt uns auch hier wiederum, dass viele Juden zur Zeit Christi das Passahlamm selbst schlachteten, und zwar zu Hause und nicht im Tempel durch die Priester. Der jüdische Historiker Judäus Philo, der von 30 vor Christus bis 45 nach Christus lebte, schreibt, dass das ganze Volk am Tage des Passa opfert, ohne auf die Priester zu warten, da das Gesetz dem Volk an diesem Tag das Recht des Priestertums und des Opferns gewährt hat. Und wir werden auch nachher im Alten Testament sehen, dass Gott es so verfügt hatte, dass der Herr des Hauses das Passa schlachten konnte und sollte, das Passahlamm, und es nicht unbedingt durch Priester zu geschehen hatte. Wir sehen also, dass Christus und die Jünger das Passahlamm zu Beginn des 14. Nisan aßen, der heute, wie ich sagte, im Jahre 2010 auf den 28. März fällt, Sonntagabend. Und nichts deutet im Neuen Testament darauf hin, dass sie es einen Tag zu früh gegessen hätten. Eindeutig wird uns hier klar gemacht, dass die Juden, einige Juden, es einen Tag zu spät hielten und heute auch noch halten. Nun kehren wir uns an das Alte Testament. Was sagt uns das Alte Testament hierzu? Denn letztendlich war es ja im Alten Testament, dass das Passa eingeführt wurde in Ägypten. Schauen wir uns die Geschehnisse näher an. Schauen wir uns an, was Gott hier verfügt hat und wie das Passa und dann die Tage der ungesäuerten Brote zu halten waren in 2. Mose Kapitel 12. Und ich werde hier diese gesamte Stelle jetzt vorlesen, einige Randbemerkungen dazu machen, um deutlich zu machen, wie hier die Abfolge dieser Geschehnisse zu verstehen ist. In 2. Mose Kapitel 12, angefangen in Vers 3. 2. Mose Kapitel 12, angefangen in Vers 3. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Also hier deutlich eine Vorerfüllung für Jesus Christus. Ein männliches Tier, ein Jahr alt, von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen. Ihr sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Die Frage ist, zu Beginn oder zu Ende des 14. Nisan, des 14. Tage des Monats. Vers 7. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen, und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht. In derselben Nacht. Am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Achten Sie darauf. Nichts sollte übrig gelassen werden von dem Lamm bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, dann sollt ihr es mit Feuer verbrennen. Vers 11. Und so sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Vers 12. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und für Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich, der Herr. Vers 13. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, an denen
in denen ihr seid, wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Bis hierhin wird deutlich das Passa beschrieben. Angefangen jetzt in Vers 14 wird der erste Tag der ungesäuerten Brote beschrieben, der eben dem Passa folgen würde. Vers 14. Ihr sollt diesen Tag, nun welchen Tag? Der Tag, der jetzt beschrieben wird. Diesen folgenden Tag. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest. Hier wird jetzt das Fest angesprochen. Für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung, 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Eine bessere Übersetzung wäre, schon am ersten Tag soll kein Sauerteig mehr in euren Häusern sein. Wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tage an bis zum 7., der soll ausgerottet werden aus Israel. Schauen Sie, Vers 16. Am ersten Tag soll heilige Versammlung sein. Ein hochheiliger Sabbat, von dem wir in Buch Johannes gesprochen und gelesen haben. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein. Und am 7. Tag, dem 7. Tag der ungesäuerten Brote, soll auch heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr dann tun. Nur was jeder zur Speise braucht, das allein dürft ihr euch zubereiten an diesen beiden Sabbaten. Es geht hier nicht um die Zeitspanne zwischen den beiden Sabbaten, an diesen beiden Sabbaten. Die sollt ihr so halten wie auch den wöchentlichen Sabbat. Vers 17. Haltet das Gebot der ungesäuerten Brote. Schauen Sie, denn eben an diesem Tage, also an dem ersten Tag der ungesäuerten Brote, habe ich eure Scharen aus Ägyptenlande geführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. Am 14. Tage des ersten Monats am Abend. Hier die Frage, handelt es sich um den Beginn oder um das Ende dieses Tages? Den 14. Tag des ersten Monats, da werden wir gleich noch drauf eingehen. Ist das der gleiche Tag wie der Passahabend oder ist das der nachfolgende Tag? Am 14. Tage des ersten Monats am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum Abend des 21. Tages des Monats, sodass man 7 Tage lang keinen Sauerteig findet in euren Häusern. Denn wer gesäuertes Brot isst, der soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israel, auch ein Fremdling oder ein Einheimischer des Landes. Keinerlei gesäuertes Brot sollt ihr essen, sondern nur ungesäuertes Brot, wo immer ihr wohnt. Hier wurden also jetzt die Tage der ungesäuerten Brote beschrieben. Jetzt beginnen in Vers 21, kehren wir zurück zum Passa. Vers 21. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen: Leset Schafe aus und nehmt sie für euch nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passa. Und nehmt einen Büschel Isop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch gehe zu seiner Haustür hinaus bis zum Morgen. Achten Sie darauf. Keiner war erlaubt, während der Passa-Nacht das Haus zu verlassen bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Vers 24. Darum so halte diese Ordnung für dich und deine Nachkommen ewiglich. Wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr gegeben hat oder geben wird, wie er euch gesagt hat, so haltet diesen Brauch. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr da für einen Brauch? So sollt ihr sagen, Vers 27, es ist das Passa-Opfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Und da neigte sich das Volk und betete an. Und die Israeliten gingen hin und taten, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. Vers 29. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland, vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs. Und da stand der Pharao auf in derselben Nacht und alle seine Großen und alle Ägypter. Und es ward ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht und sprach: Machet euch auf und zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten,
Geht hin und dienet dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch mit euch eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt. Geht hin und bittet auch um Segen für mich. Alles dies geschah in derselben Nacht. In Vers 33 geht es um Ereignisse nach der Passahnacht. Vers 33. Und die Ägypter drängten das Volk und trieben es eilends aus dem Lande, denn sie sprachen, wir sind alle des Todes. Und das Volk trug den rohen Teig, ehe er durchsäuert war, ihre Backschüsseln in ihre Mäntel gewickelt, auf ihren Schultern. Und es heißt in der Lutherbibel, und die Israeliten hatten getan, wie Mose gesagt hatte, und hatten sich von den Ägyptern silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen. Die richtige Übersetzung, wie sie auch zum Beispiel in der Patlochbibel wiedergegeben wird, lautet, und die Israeliten taten, wie Mose gesagt hatte, und sie ließen sich von den Ägyptern silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben, und zwar nach der Passahnacht. Die durften aber die Passahnacht hindurch nicht ihre Häuser verlassen. Das geschah also jetzt am nächsten Morgen, am nächsten Tag. Vers 36, auch hier heißt es dazu, hatte der Herr dem Volk Gunst verschafft, besser übersetzt, dazu verschaffte der Herr dem Volk Gunst bei den Ägyptern, dass sie ihnen willfährig waren, und sie nahmen, so nahmen sie es von den Ägyptern zur Beute. Vers 37, also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot. 600.000 Mann zu Fuß, ohne die Frauen und Kinder. Wann zogen sie aus? Noch während der Passahnacht? Aber hatte Gott nicht gesagt, ihr dürft ihre Häuser nicht verlassen bis zum Morgen? Und war es während der Tageszeit, als sie auszogen, oder wann zogen sie aus? Wir werden dies gleich sehen. Wenn wir uns jetzt Vers 40 anschauen, wird diese Zeit des Auszugs beschrieben. In Kapitel 12 und Vers 40. Die Zeit aber, die die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre. Vers 41. Und als diese um waren, an eben diesem Tage, zog das ganze Heer des Herrn aus Ägyptenland. Vers 42. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Darum sollen die Israeliten diese Nacht dem Herrn zu Ehren wachen, sie und ihre Nachkommen. Also scheinbar geschah der Auszug im Zeitpunkt der Nacht, nicht des Tages. Aber geschah er während der Passahnacht oder geschah er eine Nacht später? War die Nacht des Wachens identisch mit der Passahnacht oder war sie einen Tag später zu halten? Wir werden jetzt sehen, dass das Volk das Passahlamm zu Beginn des 14. Nisan schlachtete und dann auch aß. Nicht zu Ende, zu Beginn. Zum gleichen Zeitpunkt, als Jesus Christus und seine Jünger das Passahlamm während der Kreuzigungswoche aßen. Und wir werden auch sehen, dass in der gleichen Nacht des Passa der Engel an den Häusern der Israeliten vorbeiging, als er das Blut an den Türpfosten und der Türschwelle sah. Am nächsten Morgen des gleichen Tages, des 14. Nisan, am nächsten Morgen bereiteten sich die Israeliten auf ihren Auszug vor. Aber der fand dann am darauffolgenden Abend statt, zu Beginn und die Nacht hindurch des 15. Nisan, also des nächsten Tages. Und das war dann die Nacht des Wachens, die wir auch heute noch halten, wo wir an den Auszug Israels aus Ägypten denken, aber dann in symbolischer Hinsicht uns auf unseren Auszug aus der Sünde, dem geistlichen Ägypten, konzentrieren. Aber wie ist Vers 11 zu verstehen in dieser Stelle hier, in 2. Mose 12? Denn da heißt es ja in Kapitel 12 und Vers 11, ihr sollt es so essen, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein, eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinweg eilen, des Herrn Passa. Deutet dies nicht darauf hin, dass sie das Passahlamm aßen und dann in derselben Nacht noch hinwegeilten, bereit hinwegzueilen? Nicht unbedingt. Auch das ist symbolisch zu verstehen. Die Tatsache, dass sie es in dieser Weise essen sollten. Die hatten den Stab in der Hand. Der Stab symbolisiert die Stangen,
die die Häscher hatten, als sie Christus gefangen nahmen. Sie lesen davon in Matthäus Kapitel 26, Vers 47. Und dass die Israeliten das Passahlamm in Hast aßen, symbolisiert die Hast der Häscher. Die wollten nämlich Christus bei Nacht ergreifen. Die trauten sich nicht, Christus bei Tag zu ergreifen. Und sie wollten es sehr schnell tun, damit nicht das Volk in irgendeiner Weise dies verhindern konnte. Sie lesen davon in Lukas Kapitel 22. Sie lesen davon in Johannes Kapitel 13. Wie gesagt, dies ist symbolisch zu verstehen. Die ganzen Ereignisse, die sich hier im zweiten Buch Mose bezüglich des Passa, der Tage der ungesäuerten Brote, entwickelt haben, alle diese Ereignisse haben auch für uns und gerade für uns Christen symbolische Bedeutung. Schauen Sie, wir alle sind schuldig am Tode Jesu Christi, des eigentlichen Passahlammes. Er war ja das Lamm, das die Sünden der Welt hinwegtrug und hinwegträgt. Wir alle sind schuldig daran. Wir alle haben Jesus Christus ermordet durch unsere Sünden. Wir alle sind die Häscher, die Christus ergriffen haben. Wir alle sind die, die Christus ans Kreuz genagelt haben. Wir alle sind die, die ihn gemartert haben, dass er für unsere physischen Krankheiten gestorben ist und insoweit wir auch Heilung von diesen physischen Krankheiten erlangen können. Wir alle, Sie, ich, jeder von uns hat Christus durchbohrt. Das ist die Symbolik, die hier zum Ausdruck kommen soll. Nun, einige sagen, die Israeliten seien noch zur selben Nacht, nachdem der Engel durch Ägypten gegangen sei, aufgebrochen. Das Problem ist nur, wir hatten ja gelesen, es war den Israeliten verboten, die Häuser vor dem Morgen zu verlassen. Nun, einige sagen ja, aber morgen, das kann nach Mitternacht bedeuten. Und sie sagen, heute sagen wir ja um 3 Uhr am Morgen, aber das ist immer noch mitten in der Nacht. Und sie verweisen dann auch auf Vers 31 in Kapitel 12. In Vers 31 heißt es nämlich, dass der Pharao noch in derselben Nacht Mose und Aaron rufen ließ und sprach, macht euch auf und zieht weg aus meinem Volk. Sie sagen also, okay, also der Pharao hat noch in derselben Nacht Mose und Aaron zu sich gerufen. Die konnten also ihre Häuser verlassen nach Mitternacht. Und so konnten das natürlich dann die anderen Israeliten auch tun, sodass sie also noch in der gleichen Nacht aus Ägypten herausgezogen sind. Aber schauen Sie, diese Stelle hier besagt nicht, dass der Pharao persönlich mit Mose und Aaron sprach. Sie kann so zu verstehen sein, dass er Boten zum Land Gosen geschickt hat und dann Mose und Aaron, die in ihren Häusern waren, gesagt hat, macht, dass ihr hier aus Ägypten herauskommt. Es ist nämlich sehr zweifelhaft, dass Mose und Aaron überhaupt mit dem Pharao noch gesprochen haben. Und zwar im Hinblick auf die Stelle in 2. Mose Kapitel 10, wo es in Versen 28 und 29 zum Ausdruck kommt, was geschehen würde oder vielmehr nicht geschehen würde. 2. Mose Kapitel 10, Vers 28. Das geschah also natürlich vor den Ereignissen des Passahabends. Und der Pharao sprach zu Mose, gehe von mir und hüte dich, dass du mir nicht mehr vor die Augen kommst. Denn an dem Tage, da du mir vor die Augen kommst, wirst du sterben. Und Mose antwortete, wie du gesagt hast, ich werde dir nicht mehr vor die Augen kommen. Also ist es scheinbar so, dass Mose und Aaron nicht mit Pharao persönlich sprachen in der Nacht. Scheinbar war es so, dass Pharao Boten zu Mose und Aaron geschickt hat. Und es heißt auch nur, dass das der Pharao in der Nacht tat. Es heißt aber nicht, wann der Treffpunkt war, als dann die Boten bei Mose und Aaron zum Beispiel eintrafen. Das könnte theoretisch gesehen bereits dann am Tage nach der Passahnacht geschehen sein. Also diese Stelle kann nicht dafür Verwendung finden, dass man sagt, die Israeliten seien noch in der gleichen Nacht aus Ägypten ausgewandert. Denn wie gesagt, sie durften ja nicht ihre Häuser verlassen bis zum Morgen. Aber was ist mit dem Argument zu tun, das sagt ja, aber morgen kann ruhig noch mitten in der Nacht sein, wie wir heute sagen, 3 Uhr am Morgen, ist aber noch mitten in der Nacht. Nun, die Frage ist, wie definiert die Bibel Abend und Nacht und Tag und Morgen?
Zunächst einmal schauen wir uns an, wann Israel aus Ägypten zog. Nun, wenn Sie den Film Die Zehn Gebote gesehen haben, dann wird das so dargestellt, dass die also bei Tage aus Ägypten zogen, aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Schauen wir uns 5. Mose Kapitel 16 an. 5. Mose Kapitel 16 und in Vers 1. 5. Mose Kapitel 16 und Vers 1. Da heißt es, achte auf den Monat Abib. Nun, der Monat kann Abib genannt werden oder Nisan. Es ist der gleiche Monat. Achte auf den Monat Abib oder den Monat Nisan, dass du Passa hältst dem Herrn, deinem Gott. Denn im Monat Abib hat dich der Herr, dein Gott, bei Nacht aus Ägypten geführt. Also die Israeliten haben Ägypten bei Nacht verlassen. Wir lasen aber, dass sie ihre Häuser nicht bis zum Morgen des Passa verlassen durften. Wir lasen auch, dass sie am Morgen erst die Überreste des Lammes, das nicht gegessen worden war, verbrennen sollten. Wer also meint, dass Israel in derselben Nacht aus Ägypten zog, in der das Passalamm gegessen wurde, und der Auszug fand ja, wie wir jetzt gelesen haben, bei Nacht statt, und deswegen sprechen wir ja auch von der Nacht des Wachens, aber gleichwohl durften die ihre Häuser nicht bis zum Morgen verlassen, dann muss man sagen, dass eben morgen noch während der Nacht stattfinden kann. Ist das, was die Bibel lehrt. Nun, schauen wir uns 2. Mose Kapitel 23 an. 2. Mose Kapitel 23 und in Vers 18. 2. Mose Kapitel 23 und Vers 18. Du sollst das Blut meines Opfers nicht zugleich mit dem Sauerteig opfern. Sauerteig steht eben vielfach für Sünde. Und das Fett von meinem Fest soll nicht über Nacht bleiben bis zum Morgen. Es soll nicht über Nacht bleiben bis zum Morgen. Ein eindeutiger Gegensatz kommt hier zum Ausdruck zwischen Nacht und Morgen. Offensichtlich nicht zwei identische Dinge. Schauen wir uns auch 4. Mose Kapitel 9 an. 4. Mose Kapitel 9, die Verse 15 und 16. 4. Mose Kapitel 9, die Verse 15 und 16. Da lesen wir, und an dem Tage, da die Wohnung aufgerichtet wurde, bedeckte eine Wolke die Wohnung, die Hütte des Gesetzes, und vom Abend bis zum Morgen stand sie über der Wohnung wie ein feuriger Schein. So geschah es die ganze Zeit, dass die Wolke sie bedeckte und bei Nacht ein feuriger Schein. Hier wird Nacht definiert als vom Abend bis zum Morgen. Also Morgen ist nicht Teil der Nacht. Morgen ist etwas, was der Nacht folgt. Wir lesen auch in 5. Mose Kapitel 28. 5. Mose Kapitel 28, die Verse 66 und 67. 5. Mose 28, die Verse 66 bis 67. Eine Prophezeiung für das moderne Haus Israels heute und in der nahen Zukunft. Dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre. Und abends wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre. Vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird, und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. Auch hier wiederum ein deutlicher Unterschied zwischen Abend und Morgen, zwischen Tag und Nacht. Eindeutig geht die Bibel nicht davon aus, dass morgen Teil der Nacht sein kann. In Josua Kapitel 8 lesen wir eine weitere Stelle. Josua Kapitel 8, die Verse 9 und 10. Josua Kapitel 8 und die Verse 9 und 10. So sandte sie Josua hin. Und sie zogen in den Hinterhalt und lagerten sich zwischen Bethel und Ai, westlich von Ai. Josua aber blieb die Nacht unter dem Volk. Vers 10. Und machte sich früh am Morgen auf und ordnete das Volk und zog hinauf mit den Ältesten Israels vor dem Volk her nach Ai. Also auch hier wiederum ist die Nacht etwas, die eben der Morgen vorausgeht.
Der Tag endet am Abend, zu Sonnenuntergang. Der Abend bricht an, die Nacht bricht an, die dann am Morgen endet. Nirgendwo lehrt die Bibel, dass der Begriff Morgen den Begriff Nacht mit umfassen könnte. Schauen Sie, Nacht und Tag oder Nacht und Morgen sind unvereinbare Gegensätze. Und wenn den Israeliten gesagt wurde, ihr dürft ihre Häuser nicht verlassen bis zum Morgen, und wenn es dann heißt, dass sie aber bei Nacht aus Ägypten zogen, kann das nicht im gleichen Zeitpunkt geschehen sein. Jedenfalls nicht gemäß der Bibel. Das DTV-Lexikon definiert auch heute noch Nacht wie folgt: die Zeit zwischen Ende der Abend und Beginn der Morgendämmerung. Nun, einige haben auf eine neutestamentliche Stelle hingewiesen in Markus Kapitel 1, wo angeblich alles das, was ich jetzt gesagt habe, negiert wird. In Markus Kapitel 1 lesen wir in Vers 35. Markus Kapitel 1 und Vers 35. Da heißt es hier in der Luther-Übersetzung: Und am Morgen, noch vor Tage, stand Christus auf und ging hinaus, und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Aha, also hier ging er früh am Morgen hinaus, aber das war noch vor Tage, mit anderen Worten noch während der Nacht. Also hier sieht man, dass Morgen durchaus Teil der Nacht sein kann. Nun, wie so oft, wenn sich scheinbare Widersprüche hier entwickeln, liegt es an einer Fehlübersetzung. Das griechische Wort hier für vor Tage ist enuchon und bedeutet wörtlich, wenn Sie zum Beispiel sich Youngs analytische Konkordanz der Bibel anschauen, in der Nacht. Also Christus ging nicht vor Tage, es heißt in der Nacht ging er hinaus. Nun, das griechische Wort für morgen, was hier gebraucht wird, ist proi, P-R-O-I, und bedeutet wiederum, gemäß Youngs Konkordanz, früh. Die Stelle wird also dann richtigerweise wie folgt zu übersetzen sein: Und früh, als es noch Nacht war, als es noch dunkel war, stand er auf und ging hinaus. Schauen Sie, morgen kommt in dieser Stelle nicht vor, in der richtigen griechischen Originalfassung. Die Stelle besagt eben also nicht, dass man Nacht und Morgen als identisch ansehen kann. Genau das Gegenteil wird die ganze Bibel hindurch uns gelehrt. Das bedeutet nun Folgendes: Die Israeliten konnten nicht in derselben Nacht, als sie das Passa aßen, Ägypten verlassen, denn sie durften ihre Häuser nicht bis zum Morgen verlassen. Die einzige Erklärung ist nun, dass sie zu Beginn des 14. Nisan, als es eben dunkel wurde, das Passahlamm opferten, dass sie es während der Nacht des gleichen 14. Nisan aßen, als der Engel Ägypten schlug, dass sie dann während des Tages des 14. Nisan sich auf den Auszug vorbereiteten, sich Geschmeide und Gold und so weiter von den Ägyptern geben ließen, und dass sie dann zu Beginn des 15. Nisan und dann während der Nacht des 15. Nisan auswanderten. Lesen wir dies in 5. Mose Kapitel 16. 5. Mose Kapitel 16, die Verse 5 und 6. 5. Mose Kapitel 16 und die Verse 5 und 6. Da sagt Gott: Du sollst nicht Passa schlachten in irgendeiner deiner Städte, die dir der Herr dein Gott gegeben hat, sondern an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, dass sein Name daselbst wohne, da sollst du das Passa schlachten am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, zu der Zeit, als du aus Ägypten zogst. Schauen Sie. Das Lamm sollte am Abend geschlachtet werden, und zwar wenn die Sonne untergegangen ist. Zur gleichen Zeit, das heißt am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, nur einen Tag später, zog Israel aus Ägypten aus. Sie zogen nicht nach Mitternacht aus, sie zogen nicht am Tage aus, sie zogen zur Zeit des Abends aus, als die Sonne untergegangen war. Nun lesen wir 4. Mose Kapitel 33. 4. Mose Kapitel 33 und Vers 3. 4. Mose 33 und Vers 3.
Sie zogen aus von Ramses am 15. Tag des ersten Monats, dem zweiten Tage des Passa, durch eine starke Hand, dass es alle Ägypter sahen. Sie zogen am Tag nach dem Passa aus, oder dem zweiten Tag des Passa, aber wie wir sahen, gegen Abend, als die Sonne untergegangen war, nicht nach Mitternacht in derselben Passanacht, denn das wäre ja nicht am Tag nach dem Passa geschehen, sondern noch am selben Tag des Passa. Es harmoniert also nicht mit dieser Stelle hier, die uns sagt, dass sie nach dem Passa am zweiten Tag des Passa auszogen. Wir müssen ja auch verstehen, was mit dem Passa eigentlich gemeint ist. Schauen Sie, mit dem Passa ist ja nicht nur das Opfern des Passalammes gemeint, sondern auch das Essen des Passalammes und die Tatsache, dass der Engel noch während derselben Nacht an den Häusern vorbeigehen würde. Denn schauen Sie, im Hebräischen steht für das Wort Vorbeigehen das Wort Passa. Das Passa beinhaltet das Vorbeigehen des Engels, des Todesengels, an den Häusern, die durch das Blut des Lammes, symbolisch für das Blut Jesu Christi, geschützt waren. Schauen wir uns 2. Mose 12 noch einmal an in der Beziehung. 2. Mose 12 und zunächst einmal in Vers 23. 2. Mose 12 und Vers 23. Da heißt es denn, der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird, an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen, vorbeigehen, das hebräische Wort Passa, und wird den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Das Blut hat damals die Israeliten beschützt, wie uns auch heute das Blut Jesu Christi vor dem ewigen Tod beschützt. Dann lesen wir auch in Vers 26 im gleichen Kapitel noch einmal. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr dafür einen Brauch, so sollt ihr sagen, es ist das Passa-Opfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging. Passa in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Aber schauen Sie, der Engel ging in der Passanacht des 14. Nisan vorüber. Wäre das Passalamm zu Ende des 14. Nisan geschlachtet worden, wäre der Engel nicht mehr in der Nacht des 14. Nisan vorübergegangen, sondern in der Nacht des 15. oder zumindest zu Beginn des 15. Doch es heißt, das Passa inklusive das Vorübergehen des Engels fand am 14. Nisan statt, nicht am 15. Schauen wir uns dies in 3. Mose Kapitel 23 an. 3. Mose 23, die Verse 5 bis 7. 3. Mose 23, die Verse 5 bis 7. Am 14. Tage des ersten Monats gegen Abend ist des Herrn Passa. Und am 15. desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage ungesäuerte Brote essen. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten und da sollt ihr keine Arbeit tun. Offensichtlich ein Unterschied zwischen dem Passa am 14. und dem ersten Tag der ungesäuerten Brote am 15. Nisan oder Abib. Schauen Sie, die Nacht des Wachens, die also den Auszug der Israeliten aus Ägypten auch heute noch symbolisiert, die fand am 15. Nisan statt. Und zwar als der 15. Nisan begann. 2. Mose 12. 2. Mose 12. Das ist das Fest, der Sabbat, der erste Tag der ungesäuerten Brote, der dann beginnt. In 2. Mose Kapitel 12 lesen wir wiederum die Verse 40 bis 42. Die Zeit aber, da die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre, als diese um waren. An eben diesem Tage zog das ganze Heer des Herrn aus Ägyptenland aus. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Und darum sollen die Israeliten diese Nacht des Herrn zu Ehren wachen. Schauen Sie, das war die darauffolgende Nacht, zu Beginn des 15. Nisan. Nicht identisch mit der Nacht des 14. Nisan, wo das Passalamm geopfert und dann gegessen wurde und wo der Engel dann in derselben Nacht an ihnen vorbeiging und die durften ihre Häuser nicht verlassen bis zum Morgen des 14. Nisan. Und wir sehen also auch, dass Jesus Christus und die Jünger genau zu derselben Zeit
das passt allermaßen, wie es vorgeschrieben war im Alten Testament. Nun, wir lesen eine weitere Stelle in 12. Mose Kapitel 12, die Verse 5 bis 6. 12. Mose Kapitel 12, die Verse 5 bis 6. Da sagt Gott, ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehl ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt, von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tage des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Wie ich eben angedeutet habe, bezieht sich dies jetzt auf Beginn oder Ende des 14. Nisan. Sie sollten es schlachten gegen Abend. Was ist mit gegen Abend gemeint? Im Hebräischen steht hier Ben Ha Arbayim und bedeutet wörtlich zwischen den Abenden. Zwischen den Abenden. Die Moffat-Bibel übersetzt zwischen Sonnenuntergang und Dunkelheit. Das Imperial Bible Wörterbuch schreibt, dass der Zeitpunkt zwischen Sonnenuntergang und völliger Dunkelheit gemeint ist. Dies bezieht sich also auf eine Zeitspanne, die zu Beginn des 14. Nisan den Anfang hat, wenn die Sonne untergegangen ist, und die aufhört, bevor völlige Dunkelheit eingetreten ist. Wie wir wissen, ein Tag endet ja und beginnt mit Sonnenuntergang. Da also ein Tag mit Sonnenuntergang beginnt und das Lamm nach Sonnenuntergang zwischen den Abenden, aber vor völliger Dunkelheit geopfert wurde, aber immer noch am 14. Nisan, muss es sich dies hier um den Anfang des 14. Nisan handeln, denn sonst wäre das Passahlamm nicht mehr am 14. Nisan geopfert worden, sondern am 15. Also diese Stelle allein beweist, dass die Juden heute das total verdreht haben, nicht verstehen und das Passah einen Tag zu spät halten. Und dass Jesus Christus das Passah am richtigen Abend gehalten hat, nach Sonnenuntergang, bevor völlige Dunkelheit eingetreten war. Rienecker im Lexikon zur Bibel schreibt unter Abend: Bis zum Abend bedeutet den ganzen Tag, da der neue Tag mit Sonnenuntergang beginnt. Und Rienecker schreibt unter Tag: Der Tag dauerte für den Israeliten von einem Sonnenuntergang bis zum anderen Sonnenuntergang. Die Zürcher Bibel schreibt: Als Anfang des Tages galt bei den Juden der Sonnenuntergang. Und es sind viele Stellen, die dies beweisen. Ich habe an sich jetzt nicht die Zeit, alle die zu lesen. Aber schauen wir uns kurz eine Stelle in 5. Mose 23 an. Und wie gesagt, es geht hier darum, dass das Passahlamm zwischen den Abenden geschlachtet wurde, nach Sonnenuntergang, vor völliger Dunkelheit, aber wie gesagt, am 14. Nisan. Es muss also von daher der Anfang des 14. Nisan gemeint sein. Es kann nicht das Ende des 14. Nisan gemeint sein, denn dann wäre das Lamm ja nach Sonnenuntergang des 14. Nisan, also bereits am 15. Nisan geopfert worden, was laut Bibel nicht der Fall sein kann. In 5. Mose 23 lesen wir die Verse 11 und 12. 5. Mose 23 und die Verse 11 und 12. Wenn jemand unter dir ist, der nicht rein ist, weil ihm des Nachts etwas widerfahren ist, der soll hinaus vor das Lager gehen und nicht wieder hineinkommen, bis er vor dem Abend sich mit Wasser gewaschen hat. Und wenn die Sonne untergegangen ist, schauen Sie, in anderen Worten, wenn der Tag zu Ende ist, dann soll er wieder ins Lager gehen. In 5. Mose 24 lesen wir die Verse 14 und 15. Da heißt es: Dem Tagelöhner, der bedürftig und arm ist, sollst du seinen Lohn nicht vorenthalten. Er sei von deinen Brüdern oder den Fremdlingen, die in deinem Lande und in deinen Städten sind, sondern du sollst ihm seinen Lohn am selben Tage geben, dass die Sonne nicht darüber untergehe. Denn er ist bedürftig und verlangt danach, damit er nicht wieder dich, den Herrn, anrufe und es dir zur Sünde werde. Auch hier wiederum, der Tag endet, wenn die Sonne untergeht. Man soll eben dem Tagelöhner seinen Lohn geben, noch bevor die Sonne untergeht, am gleichen Tage. Und wie gesagt, es gibt viele Stellen, die dies deutlich machen. Sie können sich nachher Richter Kapitel 14 anschauen, die Verse 12 und 18. Sie können sich 2. Samuel Kapitel 3 anschauen, Vers 35. All diese Stellen zeigen uns, dass ein Tag endet,
wenn die Sonne untergeht. Da die Tage also mit Sonnenuntergang enden, ist die Erklärung richtig, dass das Passahlamm zu Beginn des 14. Nisan geschlachtet, dann während der Nacht des 14. Nisan gegessen wurde, genau dann, als es Christus und seine Jünger aßen. Und warum? Weil das Passa zwischen den Abenden geopfert wurde, das heißt nach Sonnenuntergang, aber noch vor völliger Dunkelheit, aber alles zu Beginn des 14. Nisan. Wir sahen also heute in dieser Predigt, dass die Israeliten das Passahlamm zu Beginn des 14. Nisan opferten, dass sie es dann in der gleichen Nacht aßen, dass Christus und seine Jünger das Passahmahl ebenfalls gemäß ihrer Gewohnheit zu Beginn des 14. Nisan zu sich nahmen. Und während der Nacht des 14. Nisan, als Christus und seine Jünger das Passahlamm aßen, da tat Christus etwas sehr Bedeutungsvolles. Da änderte er die Symbole, sodass wir heute als bekehrte Christen, in denen der Heilige Geist wohnt, kein Passahlamm mehr essen müssen, zum Zeitpunkt des Passahabends, sondern die Symbole wurden verändert zum Blut und zum Leib Jesu Christi. Man nimmt symbolisch heute das Brot, das den Leib, den gemarterten Leib Christi symbolisiert, und den Wein, der eben das vergossene Blut Christi symbolisiert, als des eigentlichen Passahlammes. Wir nehmen dies zu uns, dieses Opfer Jesu Christi anerkennend, für uns in Anspruch nehmend, damit wir vor dem ewigen Tod, der uns widerfahren ist, weil wir eben, oder widerfahren würde, weil wir eben im geistlichen Ägypten gelebt haben, in der Sünde, damit wir davon bewahrt werden können. Wie damals der Todesengel an den Häusern der Ägypter oder der Israeliten vorbeiging, als er eben das Blut des Passahlammes an den Türpfosten und den Türschwellen sah. Aber in dieser Nacht hat Jesus Christus die Symbole verändert. Und wir sollen nach wie vor das Passahlamm Jesu Christi in richtiger Weise zu uns nehmen, in symbolischer Weise, zu dem Zeitpunkt, wann immer das Passa auch im Alten Testament als eine Verordnung, eine ewige Verordnung, niedergelegt wurde. Und wie gesagt, die Juden tun dies heute nicht. Es ist interessant, dass die Juden ja ohnehin Jesus Christus ablehnen als ihren Heiland. Aber wir als bekehrte Christen, wenn wir den Heiligen Geist haben, sollen dies nach wie vor einmal im Jahr tun. Und schauen wir uns zum Abschluss 1. Korinther 11 an, wo diese Veränderung der Symbolik beschrieben wird. 1. Korinther Kapitel 11 und die Verse 23 bis 26. 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 26. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch wiedergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, der Passahnacht, am Anfang des 14. Nisan. Da nahm er das Brot, und er dankte und brach es und sprach: Das ist mein Leib, das symbolisiert meinen Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen, Vers 25, nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, und er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, einmal im Jahr, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, einmal im Jahr am Passahabend, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Denn Jesus Christus, unser Passahlamm, ist ja für uns gestorben, dass wir Vergebung unserer Sünden haben können. Ihr verkündigt also damit den Tod des Herrn, bis er kommt. So seien wir uns bewusst, dass wir, wenn wir bekehrte Mitglieder der Kirche Gottes sind, das Passa in richtiger Weise und am richtigen Zeitpunkt zu uns nehmen. Und dass wir nicht weiter in Verwirrung leben, wie das heute die vielen Juden tun, die es zu einem falschen Zeitpunkt zu sich nehmen. Und wie ich sagte, interessanterweise auch natürlich unseren Herrn und Heiland Jesus Christus ablehnen.
So, ich hoffe, dass ich Ihnen heute das deutlich gemacht habe, wie dies zu verstehen ist. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.